Guten Abend, Herr Mappus. Guten Abend, Frau Slomka. Auch jetzt, während wir miteinander reden, sind Zehntausende in Stuttgart auf der Straße. Und es ist Ihre eigene Klientel zum Teil, die da mitmarschiert. Frau Slomka, ich weiß nicht, wer alles demonstriert, aber unabhängig von der Frage, ob das die Klientel der CDU ist oder nicht, muss man das sehr ernst nehmen, was die Demonstranten sagen. Und deshalb war es ja auch immer unser Anliegen, auch den Dialog zu suchen. Ich habe am Ende der Sommerpause dieses Angebot schon gemacht, übrigens gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen. Es wurde abgelehnt. Ich habe es mehrfach wiederholt, auch heute wiederholt, und es wurde auch heute Nachmittag erneut abgelehnt. Ich möchte mit den Gegnern von Stuttgart 21 in Kontakt treten und mit ihnen diskutieren, wie man aus dieser Situation herauskommen kann. Das mit dem in Kontakt treten dürfte nun schwieriger geworden sein, nachdem die Lage gestern dort so eskaliert ist, nachdem auch auf Rentner, auf Schüler, auf Jugendliche, auf Kinder mit Wasserwerfern und Tränengas vorgegangen wurde. Ja, nur Frau Slomka, ich bitte jetzt, Ursache und Wirkung nicht zu verwechseln. Es ging gestern darum, dass eine Baustelle abgesichert werden musste. Das ist ja schon mal eigentlich nicht so ganz normal. Das macht man ja nicht ohne Grund. Dass die Polizei vor Ort mit Barrikaden empfangen wurde, dass sie mehrfach die Demonstranten gebeten hat, den Weg freizugeben. Das erfolgte nicht. Es wurde auch berichtet, auch von Polizisten, und ich glaube, da müssen wir auch keinen Zweifel haben, dass es stimmt, dass sie mehrfach angegriffen wurden und dann haben sie sich gewehrt. Also Herr Markus, gestern hieß es auch noch, es sei mit Steinen geworfen worden, dann musste das Innenministerium das zurückziehen. Es waren also nur Kastanien. Und wir haben nirgendwo, auf keinem Bild, auf keinem Foto, einen großen schwarzen Block radikaler Autonomer zum Beispiel gesehen, die da massiv diese Demonstranten, diese Schülerdemonstranten unterwandert hätten. Entschuldigung, es geht doch nicht um schwarzen Blocks. Ich habe nie von schwarzen Blocks geredet. Sie sprachen von Berufsdemonstranten. Es ist völlig unbestritten, dass Flaschen geflogen sind, dass Wurfgeschosse geflogen sind, dass an Fahrzeugen manipuliert wurde. Da kann man doch nicht sagen, es hat nichts mit Gewalt zu tun. Naja, es muss der Polizei doch möglich sein, adäquat zu reagieren. Wir haben natürlich in diesem Land auch schon viele Demonstrationen erlebt. Und man weiß auch, dass Wasserwerfer, Tränengas eigentlich das letzte Mittel sind. Die wurden aber bereits sehr früh eingesetzt, damit diese Bäume eben genau pünktlich um Mitternacht gefällt werden können. Also ist das verhältnismäßig? Ich habe das Vertrauen in die Polizeiführung. Und nur vor Ort kann bei einem solchen Einsatz die Polizei entscheiden, was sie zu tun hat, dass sie adäquat reagiert hat. Denn in den letzten Wochen, ich glaube, das ist unbestritten, hatten die Polizeikräfte in Stuttgart absolut deeskalierend gewirkt. Ich glaube, das bestreitet niemand. Und deshalb kann man der Polizei jetzt auch nicht den Vorwurf machen, dass sie quasi eskaliert hat. Die Polizei hat reagiert, nicht agiert. Und da möchte ich mich schon hinter die Beamtinnen und Beamten stellen. Aber auf den Protest hat all das nicht deeskalierend gewirkt, was gestern geschehen ist. Gestern waren es 5.000 Demonstranten, heute sind es an die 100.000. Wie wollen Sie mit dieser Bewegung jetzt auf Dauer fertig werden? Die Polizei sagt heute Abend, dass es 40.000 bis 50.000 Demonstranten waren. Aber es ist völlig unerheblich, ob es 50 oder 100.000 waren. Wir brauchen einen Dialog in diesem Thema. Es muss um die Ausgestaltung von Stuttgart 21 sein. Und ich fordere alle auf, besonnen miteinander zu reden. Geht nur um Dialog. Wären Sie denn bereit, mit den Baumaßnahmen, mit dem Abholzen der Bäume jetzt erstmal eine Weile innezuhalten, damit dieser Dialog überhaupt wieder stattfinden kann? Ich habe heute ja klipp und klar erklärt, dass im Schlosspark keine weiteren Bäume gefällt werden müssen. Wir haben das ja auf ein Minimum reduziert, das für den Baufortschritt dort im Schlosspark notwendig ist. Es waren 25 Bäume, Frau Slomka. Wir reden nicht über 250 oder 2500, sondern über 25 Bäume. Insgesamt sollen es dann aber, glaube ich, 300 sein. Aber es geht ja auch nicht um die Bäume. Es geht um das Projekt als solches. Ja, genau. Und für dieses Projekt haben Sie in Stuttgart und in Baden-Württemberg insgesamt keine Mehrheit mehr in der Bevölkerung. Da wissen Sie mehr wie ich, Frau Slomka. Tut mir leid. Umfragen, die Sie ja sicherlich auch kennen werden. Ich mache mit Verlauf Politik nicht auf Basis von Umfragen, sondern ich mache Politik auf Basis von Wahlen und von demokratischen Entscheidungen in Parlamenten. Über viele Parlamentswahlen, über viele Gemeinderatswahlen in Stuttgart und vieles andere mehr ist Stuttgart 21 behandelt worden. Und da kann man, selbst wenn es eine Umfrage gäbe, die mehrheitlich dagegen sein sollte, nicht einfach sagen, wir kippen jetzt über 15 Jahre hinweg demokratisch legitimierte Entscheidungen, 470 Millionen Euro Planungskosten und anderes mehr. Da muss man schon zusammensitzen und über das reden, kann ich einfach nach einer Umfrage sagen, jetzt muss man mal stoppen und dann sehen wir einfach mal rein. Sie nannten gerade das Stichwort Wahlen. Die Bundeskanzlerin hat diese Wahlen in Baden-Württemberg im März ja zu einer Volksabstimmung über das Bahnhofsprojekt erklärt. Hat sie Ihnen damit einen Gefallen getan? Frau Slomka, auch das stimmt nicht. Wenn Sie das Protokoll, das hat sie wörtlich im Bundestag so gesagt? Nein, das hat sie nicht gesagt. Sie hat im Plenarprotokoll nachlesbar gesagt, am 27. März gibt es eine Volksabstimmung über Zukunftsfragen in Baden-Württemberg, auch Stuttgart 21 und vieles andere mehr. Wortwörtlich. Und wo genau darum geht es. Ja, Entschuldigung, wenn es über eine Reihe von Themen gibt, dann ist halt nicht nur Stuttgart 21, das ist eines von mehreren Themen. Und natürlich geht es auch darum, das ist doch unbestritten. Glauben Sie denn, dass Sie diese Wahlen noch gewinnen werden?
gehen Sie mal davon aus, dass ich darum kämpfe und alles dafür tue, dass ich den Menschen neben Stuttgart 21 mit der Bilanz, die Baden-Württemberg hat, und auch Sie werden nicht bestreiten, dass sie glänzend ist, auch mit Blick auf Zukunftsperspektiven werde ich dafür werben, dass die jetzige Koalition eine Mehrheit bekommt. Und ich bin da sehr zuversichtlich. Und wenn die nächsten Wochen, Tage, Monate bis März jeden Abend Zehntausende oder auch nur Tausende protestieren, wie wird sich das auswirken? Wollen Sie da jedes Mal ein großes Polizeiaufgebot hochfahren? Schauen Sie, das ist die Fragestellung, stört mich etwas, Frau Slomka. Sie verwechseln Ursache mit Wirkung. Ich möchte mit den Demonstranten reden. Dieses Gespräch wurde heute abgelehnt, zum wiederholten Male. Dann können Sie mir doch nicht quasi vorwerfen, dass wir Polizeieinsätze brauchen für die Demonstranten. Wir brauchen keine Demonstrationen, sondern wir brauchen Gespräche über die Frage, wie wir den Konflikt um Stuttgart 21 lösen können. Dazu stehe ich und das möchte ich. Und ich hoffe, dass in den nächsten Tagen bei der Mehrheit auch der Demonstranten, und ich habe da auch keinen Zweifel, die Vernunft zu diesen Gesprächen einkehrt und dass wir dann den Konflikt lösen können. Herr Mappus, dann danke ich für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Slomka.